Hallo potenzielle Hauskäufer. Ihr wollt wissen, warum Häuser aus den 60er Jahren so besonders sind? Bleibt dran, denn ich erkläre es euch in weniger als einer Minute. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in vielen Ländern Wohnungsnot, vor allem in Deutschland. Doch in den 60er Jahren änderte sich das Bild. Die schlimmste Wohnungsnot war vorbei und die Bauwirtschaft konnte sich entspannen. Mit der Entspannung kamen auch bessere finanzielle Mittel. Das ermöglichte es den Bauherren, hochwertige Materialien zu nutzen und durchdachtere Entwürfe zu realisieren. Beton war das Baumaterial der Wahl. Energiesparmaßnahmen spielten zu dieser Zeit kaum eine Rolle. Schließlich waren die Ölpreise niedrig und Rohstoffe reichlich vorhanden. Das heißt, viele Häuser aus den 60ern sind nicht so energieeffizient wie moderne Bauten. Zusammengefasst, die 60er Jahre brachten einen Wandel vom reinen Notwendigkeitsbau hin zu mehr Komfort und Individualität. Hochwertige Materialien, innovative Entwürfe und wenig Fokus auf Energieeinsparung prägen diese Häuser bis heute. Wenn du darüber nachdenkst, ein Haus aus den 60ern zu kaufen, solltest du unbedingt die 97. Folge unseres Podcasts Stressfreie Immobilien verkaufen, kaufen, kostenfrei bei Spotify und Co. anhören. Da gehen wir im Detail auf das Thema ein.